Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Laux. Ich bin Redakteur für den Deutschen Fachverlag, tätig für den Packreport. Und heute sind wir unterwegs, wie Sie es von uns kennen, auf der Anuga FoodTech 2022. Unser erster Gast, ich freue mich sehr, Schneider Electric, Vice President Dach, Philipp Bürkle. Herr Bürkle, herzlich willkommen. Hallo Herr Laux, herzlich willkommen. Pierre Bürkle, nicht Philipp, ein französischer Name für ein französisches Unternehmen, ja? Vollkommen richtig, mein Fehler. Wir haben nämlich gerade ein bisschen über Frankreich gesprochen, soll aber jetzt nicht das Thema sein. Wir wollen natürlich wissen, zwei große Geschichten. Erstens, Herr Bürkle, mit was ist Schneider Electric, das französische Unternehmen, hier in Köln auf der Messe? Wir haben jetzt zwei Themen, wo ich Ihnen würde gerne heute mal zeigen. Eins ist unser Multicarrier. Der wird sich den Maschinenbau einfach revolutionieren. Wir haben auch eine Möglichkeit, komplett neu zu denken, die Linearbewegung auch in die Maschinendesign hineinzubauen. Ja? Und das ist einfach so besonders, dass wir eine unheimlich hohe Flexibilität haben, ja? Und auch eine Synchronität, auch in Kurven und auch im Geradestück. Ja? Okay. Das heißt, wenn Sie jetzt einem Nichtfachmann erklären müssten in zwei Sätzen, weshalb brauchst du diese Maschine, weshalb brauchst du uns, was wären da die Kernworte? Das ist eine Karrierebahn für den Maschinenbau. Wirklich? Ja, genau. So, und ich glaube, hier ist was mir besonders ist, wir haben die Möglichkeit, auch beim Endkunde, wenn mal was defekt ist, ein Modul rauszunehmen, ohne dass man muss alles auseinanderbauen. Ja? Und gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, bis zu 130 von diesen Carriers, Rennbahnen, bleiben wir mal Renner, auf einem Dreck zu fahren und können die komplett zusammenfahren, ja, bis sie sich berühren und wieder rauszufahren. Und das gibt es auf dem Markt sonst nicht. Ja? Okay. Das gibt es sonst nicht. Das heißt, ich bin jetzt vielleicht Neukunde bei Ihnen, ich bin vielleicht aber langjähriger Kunde, ich komme zu Ihnen und ich sage, ich brauche diese Maschine oder ich brauche vielleicht Teil davon, wenn das vielleicht geht. Wie gehen Sie dann vor? Was ist der konkrete Ansatz? Sagen Sie, wenn es ein langjähriger Kunde ist, wir kennen deine Probleme, oder gehen Sie trotzdem immer noch mal vor Ort? Ich glaube, erst einmal müssen wir mal verstehen, um was es geht. Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, aber hier geht es nicht um ein Produkt zu verkaufen und jetzt sagen wir Ihnen zu sagen, Sie kriegen 3 oder 5 Meter von uns, sondern zu verstehen, was möchten Sie lösen. Ja? Ja, möchten Sie vielleicht Käse bewegen? Ja? Möchten Sie in einem Pharmabereich sein? Ja, und damit zu Ihnen zusammen die Anlage entwerfen. Ja, weil hier ist ein großer Schritt, hier ist nicht nur Software hinten dran, sondern wir müssen auch zusammen mechatronisch die ganzen Abmessungen zusammen machen. Ja? Und das tun wir gemeinsam mit Ihnen. Ja? Und das machen wir schon am ersten Neukunde oder Bestandskunde. Okay. Ah, Wahnsinn, okay. Sehen Sie mal. Und ich muss die Frage stellen, gibt es da irgendwelche finanziellen Restriktionen, in Anführungszeichen? Also im Sinne von, würden Sie sagen, Sie müssten als Kunde, man müsste da jetzt erstmal mehr Geld in die Hand nehmen, aber das kommt hinten raus, das kriegen Sie auf jeden Fall wieder zurück? Ich glaube, wichtig ist, dass man sich damit beschäftigt, was verändert ist im Maschinenbau. Ne? Denn ich glaube, hier ist es nicht ein Motor zu vergleichen mit einem Meter oder so, sondern zu sagen, das für neue Bewegungsabläufe kann ich in der Maschine machen. Und was spare ich da? Ja, und da wird dieses System dabei helfen. Ne? Ich glaube, hier ist eine 1:1 Preisvergleich, macht wenig Sinn, sondern man muss einfach die Maschine neu denken. Und da gibt es richtig coole neue Systeme auch dafür. Okay. Ne? Schlagwort Nachhaltigkeit, kommen wir nicht drum herum hier auf der Anuga FoodTech. Wie würden Sie da Ihren Lösungsansätze beschreiben wollen? Das heißt, wenn jetzt ein Kunde ganz platt kommt, hör mal, Nachhaltigkeit, was habt ihr denn da? Wir müssen was machen, hat man ja oft. Genau. Indem das dieses Jahr als nachhaltiges Unternehmen in Deutschland gekrönt worden sind, ist das, glaube ich, auch für uns ganz gut. Aber ich glaube, was man einfach greifen kann, ist an sich, wir haben natürlich extrem hohe Ziele an uns selber, ja, an das Unternehmen, bevor wir jetzt erst sagen, was der Kunde muss machen, sondern was wir müssen machen. Ja, es beginnt schon, wie verpacke ich etwas, wo kommen die Rohstoffe her? Um einfach diese Transparenz unserer Kunden zu geben, haben wir ein Green Premium Label. Ja, das heißt, jedes Produkt hat von uns ein Label. Da können Sie als Kunde erkennen, wie viel CO2-Ausstoß hat das Produkt bei der Produktion benötigt. Ne? Ja, und da glaube ich, bieten wir dem Kunden schon unheimlich viel an, einfach auch eine Transparenz zu haben. Okay. Ja? Und wir versuchen natürlich Schritt für Schritt auch immer weniger CO2 zu brauchen. Ja? Okay. Genau. Und Sie merken, das ist auch ein Faktor in den Gesprächen, also dass Sie fragen, hör mal, was habt ihr denn bei dem, wenn ich jetzt eine Anlage bei euch kaufe, was verbraucht die? Ich glaube, das ist ein Thema, wo wir bis vor einem Jahr gar nicht großartig drüber geredet haben mit unseren Kunden. Auch wenn wir vielleicht das immer schon mit eingebaut haben, weil für uns als Unternehmen es wichtig ist. Wir sehen aber unheimliche Veränderungen auf dem Markt. Ich würde sagen, seit einem Jahr, getrieben von großen Endkunden, ja, und auch vielleicht erst einmal in der Pharmabranche, das sind immer der Vorreiter, die möchten wissen an sich, wie viel CO2 wird einfach benötigt, für das Produkt herzustellen. Ja. Und ein Stück weit sind wir beide als Endkonsumenten genau die Treiber. Ja. Ja, ich muss sagen, ich bin leider, also wohl ein Mann vom Fach, ein zu unkritischer Endkunde, muss ich leider sagen. Also ich bin da auch froh für jeden Input. Sollte es aber eigentlich sein, denn mit zwei kleinen Kindern, es geht ja tatsächlich um die Zukunft. Also wir schmunzeln jetzt ein bisschen drüber, was ist ja so? Genau, ich habe 3 kleine Kinder, aber genau, das ist, glaube ich, elementar. Und ich glaube, man sieht es hier hinten in dem Bild, wir haben so eine Traceability, weil
Ich glaube, wir müssen ja, wir sind vielleicht beide Experte, ja, und schauen tief rein, aber wir müssen ja das ja greifbar machen für jeden, ja, Mann. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, das beginnt man mal bei einer Milchtüte. Ne? Ja. Würde ich gerne wissen, von welchem Bauernhof kommt denn meine Milch? Ja? Und ich würde auch gerne wissen, wie viel Strecke hat man hinterlegt? Ist es wirklich die Milch aus dem Schwarzwald oder kommt sie vielleicht doch von weiter her? Und da haben wir eine Traceability-Lösung und die erlaubt einfach auch zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Milchtüte und ich möchte wissen, woher kommt sie, ne? Von welcher Kuh oder von welchem Bauernhof vielleicht besser. Und das bieten wir auch an. Ja? Und das kann man dann auch Kinder ganz gut erklären und sagen, schau mal, da, ja, kommen die Sachen her. Ja, ja, ja. Völlig zu Recht. Ich hatte im Februar durfte ich den Deutschen Verpackungsrechtstag moderieren, war eine große Runde mit mit wirklich großen deutschen Entsorgungsunternehmen. Und da kamen genau die Fragen auf. Ne? Also mein Sohn, der Fred, der sagt eben, Papa, wieso ist so viel im gelben Sack, wenn ich den Dienstag rausstelle? Ja? Das sind jetzt nur, das ist vielleicht jetzt ein blödes Beispiel, aber das fragt er jede Woche, weil jede Woche so viel drin ist und das ist halt ein Problem. Und man merkt natürlich, was auch eine Änderung da drin ist. Also das Umdenken. Vielleicht, wir sind vielleicht beide an sich jetzt von der über 30, wir denken vielleicht noch ein bisschen anders als unsere Kinder. Und die Kinder haben eine unheimlich hohe Sensibilität. Und das ist auch, sagen wir, muss uns klar sein, das ist nicht etwas, wo man kann es einfach nur wegschieben, sagen, die anderen müssen weniger Öl verbrauchen, sondern auch, was müssen wir machen in einer Verpackungsindustrie, wo ich viel Verpackungsstoff erst einmal brauche, wie kann ich da besser werden, ja, und weniger davon mitnehmen. Ja? Herr Bürgl, müssen wir noch einmal ansprechen, ich mache das aber bei jedem, Stichwort Corona. Wir haben es hier schon bemerkt, ne? Es ist ein anderes Messe-Feeling wieder als vielleicht noch vor einem Jahr. Ich war vor einem Jahr auf verschiedenen Messen. Wie sind Sie als Unternehmen durch diese Corona-Zeit gekommen und was glauben Sie, bleibt davon hängen, auch jetzt Stichwort Homeoffice zum Beispiel? Genau. Ich glaube, heute merkt man, es ist die erste Messe, wo wir auch wieder da sind, wo wir, ja, jetzt auch ohne Maske, ja, so ein bisschen ungewohnt. Ja. Ich glaube, ich würde zwei sagen, wir als Unternehmen, für uns was wichtig ist, die Mitarbeiter erst einmal gut durch die Krise kommen. Ja, und sicher, ja, ich glaube, das ist die erste Priorität, bevor man jetzt irgendwie, man muss ja wirklich neue Wachstumsziele sonstiger haben. Und das haben wir gedacht, dass wir sehr früh die Mitarbeiter einfach in ihr Homeoffice geschickt haben, ja, und auch ihnen die Flexibilität gegeben haben. Aber gleichzeitig jetzt wir sind immer noch ein bisschen in der Corona-Phase, ich glaube, sind wir noch gar nicht, ihnen die Möglichkeit geben, mit der Community sich wieder zu treffen mit Kollegen, auch dieses Miteinander, aber gleichzeitig auch die Flexibilität zu geben, zu sagen, was passt, was kann ich denn in Zukunft von meinem Homeoffice machen. Ja. Und da haben wir, glaube ich, einen guten Balance gefunden. Ja? Okay. Ja? Okay. Ja. Also auch Sachen, wo Sie sagen würden, jetzt Corona, machen wir eine Klammer drum, die behalten wir bei. Das Gute ist, vor Corona haben wir schon einen Plan gemacht, weltweit. Wie können wir diese Flexibilität unseren Mitarbeitern mehr geben? Ja, es kommen nicht mehr alle aus Köln und arbeiten in Köln, sondern viele von uns kommen jetzt, wie ich, aus dem süddeutschen Bereich, ja, manche kommen aus Hamburg und die Talente, die haben wir nicht immer an dem Stand, wo wir brauchen. Und somit ist es wichtig, da schon sehr früh das Thema Homeoffice und flexible Arbeitszeit einzubinden. Und bei uns kann ein Mitarbeiter auch flexibel sein. Das heißt, er kann mal in Berlin aus dem Büro arbeiten, er kann mal aus München aus dem Büro arbeiten. Und das hatten wir vor Corona, Gott sei Dank hatten wir das auch schon, das werden wir auch beibehalten. Ja? Ja. Ganz zum Schluss, jeder bei uns darf sich was wünschen. Ich will jetzt gar nicht persönlich sagen, persönlich dürfen Sie wünschen, dass ich Sie mit dem richtigen Vornamen anspreche, aber geschäftlich, was würden Sie sich wünschen? Bleiben wir mal beim Jahr 2022. Wo würden Sie sagen, wenn Sie am 31. Dezember ein kleines Resümee ziehen, das muss passieren, dass ich auch mit meinem Bereich, dass wir als Unternehmen zufrieden sind? Ja. Ich glaube, im Jahr wie diesem Jahr ist Wünschen schon eine spannende Phase. Ich glaube, was mir wichtig wäre, glaube ich, dass wir mehr Stabilität wieder reinbekommen. Wir haben das gemerkt durch Corona und auch sicherlich durch die Ukraine-Krise, dass es schon für uns als Europa herausfordernd worden ist und natürlich wir als Unternehmen genauso. Und das wäre im Wünschen, dass wir das gemeinsam gut hinbekommen und stabiler werden. Ja. Noch immer. Habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Herr Bürgl, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Information. Unser Messerundgang geht weiter auf der Anuga Foodtech. Bleiben Sie einfach dran, schalten Sie beim nächsten Video bei ein. Bis bald, danke.